Gute Nachrichten für die Frau von Prinz Harry. Nach drei verlorenen Mitarbeiterinnen geht es im Team von Herzogin Meghan wieder bergauf. Die 37-Jährige hat einen neuen Pressesprecher. Nur 6 Monate nach ihrer Traumhochzeit auf Schloss Windsor wurde Herzogin Meghan im November von ihrer persönlichen Assistentin Melissa Tuapti verlassen. Einen Monat später hat eine weitere Angestellte das Handtuch geworfen. Siebzehn Jahre lang hatte Samantha Cohen als Privatsekretärin für das britische Königshaus gearbeitet, zuletzt war sie für Meghan zuständig. Die Assistentin wolle die Herzogin von Sussex noch bis zur Geburt des Babys unterstützen, danach den Palast verlassen. Anfang Januar die nächste Hiobsbotschaft, Meghans Personenschützerin. Deren Name noch nie erwähnt wurde, soll ebenfalls die Kündigung eingereicht haben. Nach und nach laufen der Herzogin die Mitarbeiterinnen weg. Er arbeitete fürs Finanzministerium. Doch die ehemalige Schauspielerin hat bereits Ersatz gefunden. Dieses Mal hat sich die 37-Jährige für einen Mann entschieden. Christian Jones soll seit Dezember der neue Pressesprecher der Herzogin sein. Eine offizielle Bestätigung des britischen Königshauses gibt es bis jetzt allerdings noch nicht. Wie die Daily Mail jedoch berichtet, sollen Christian Jones und Herzogin Meghan am Freitag gemeinsam bei einem Arbeitsessen in London gesehen worden sein. Laut seinem LinkedIn-Profil ist er aber nicht nur für Meghan zuständig sein, sondern auch für Harry, William und Kate. Zu seinen Hauptaufgaben gehören vor allem die Kontaktpflege zu britischen und internationalen Medien sowie die Unterstützung der karitativen Arbeit. Christian Jones war zuvor für den britischen Politiker David Davis zuständig, davor arbeitete er als Pressesprecher im Finanzministerium. Fünf Monate nach der royalen Hochzeit erwarten Herzogin Meghan und Prinz Harry Nachwuchs. Jetzt hat sich der werdende Vater selbst zu Wort gemeldet, und zwar ganz charmant und glücklich. Punkt: Der Auftakt zu ihrer großen Tour durch Australien und Neuseeland hätte nicht besser laufen können. Am Montagmorgen teilte der britische Kensington Palast mit, dass Herzogin Meghan und Prinz Harry ein Baby erwarten. Bei den Terminen in Sydney durften die wartenden Fans dann bereits einen ersten Blick auf den wachsenden Bauch der 37-Jährigen erhaschen. Und noch eine Premiere wurde bei den ASIs gefeiert.
Prinz Harry hat sich erstmals zu Wort gemeldet und über den Nachwuchs gesprochen. Wir danken Ihnen aufrichtig für das unglaublich warme Willkommen und die Möglichkeit, so viele Australier aus allen Gesellschaftsschichten zu treffen, erklärt der 34-Jährige, als er in seinem dunkelblauen Anzug vor die Presse tritt. Dann redet er weiter, offen, mit einem Lächeln auf den Lippen. Wir konnten uns auch keinen besseren Ort vorstellen, um das bevorstehende Baby, Junge oder Mädchen, anzukündigen. Punkt. Während er das sagt, huscht ihm immer wieder ein Grinsen übers Gesicht. Sein Blick wandert zur Seite, wo seine Ehefrau Megan steht. Harry strahlt und wirkt glücklicher denn je. Herzogin Meghan übt bereits das Muttersein. Doch nicht nur Prinz Harry ist bereits voll im Babyfieber, auch seine Ehefrau zeigt nicht nur stolz ihre wachsende Mitte. Sie plaudert auch mit Kindern und Müttern und scheint vor allem von einem Säugling besonders angetan zu sein. Beim Gespräch mit der australischen Sängerin Missy Higgins wirkt die 37-Jährige ganz verzückt. Und wirft immer wieder einen Blick auf das 9 Wochen alte Baby der Sängerin. Wohl auch in dem Wissen, dass sich ihr eigenes Leben in wenigen Monaten von Grund auf verändern wird, nämlich dann. Wenn im Frühjahr 2019 ein weiteres royales Baby für Verzücken im Palast sorgen wird. Punkt. Für den zweiten Termin an diesem Tag hat sich Herzogin Meghan übrigens in ein neues Outfit geworfen. Sie trägt ein dunkelgrünes Kleid von dem amerikanischen Modedesigner Brandon Maxwell.
Wenn euch die Videos gefallen, so lasst doch dann ein Like und ein Abo da. Vielen Dank.